Willkommen zurück zum nächsten Part des Tutorials, wie man mit Unity ein Spiel erstellen kann. Und ich habe mir jetzt mal die finale Version von Unity 5.3 installiert. Und ab dieser Version wird empfohlen, die Skripte nicht mehr in JavaScript zu machen, sondern alle vorhandenen in C-Sharp zu übersetzen, da in einer zukünftigen Version von Unity C-Sharp, JavaScript wahrscheinlich nicht mehr unterstützt wird. Aktuell wird es noch unterstützt, aber in MonoDevelop wird auch die Autokorrektur und so nicht mehr angezeigt. Darum empfehle ich euch auch so früh wie möglich das Ganze in C-Sharp zu übersetzen. Ich werde in diesem Part daher die Skripte, die wir aktuell noch in JavaScript haben, in C-Sharp übersetzen. Jetzt habe ich sehr oft das Wort übersetzen gesagt, ja. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, da sich die Sprachen eigentlich ziemlich ähneln. Leute, die sich mit Java oder Java ein bisschen besser auskennen, werden auch vieles einfach finden an C-Sharp, da C-Sharp auf jeden Fall viel mehr Java ähnelt als JavaScript. Darum werden wir jetzt einfach mal anfangen. Ich habe mir von jedem Skript hier einfach eine Kopie erstellt, beziehungsweise von jedem Skript oder für jedes Skript bisher ein leeres C-Sharp-Skript erstellt, in welchem wir einfach das Original-Skript reinschreiben werden und alles so verändern, dass es dort funktioniert. Also öffne ich hier zuerst einmal das JavaScript hier von dem Message Control und dann von dem neuen C-Sharp-Skript, was wir gemacht haben. Und das sieht jetzt also einem Feld auf, dass hier einige Dinge sind, wie sie auch in JavaScript am Anfang waren. Nämlich haben wir hier die, wie es in JavaScript vorher war, Function Start und Function Update. Hier werden Functions oder Funktionen, Methoden nicht mehr Function genannt, sondern Void. Wir brauchen diese Methoden aber ja nicht, da wir unseren Code aus der JavaScript Datei hier einfügen. Der bedeutendste Unterschied ist quasi, dass wir hier die Klasse selbst konfigurieren können und alles, was wir halt hier direkt quasi ganz links gemacht haben, ohne in einem Klassenblock zu sein, schreiben wir hier halt in diese Klasse rein. So, ich habe jetzt also einfach mal das, was wir hier haben, hier rein kopiert und wir sehen hier, jetzt wird einiges schon rot markiert und so und wir wollen die Fehler beheben. Das erste ist, dass wir hier die Function haben. Und ich mache hier mal ein Enter, dann sieht es irgendwie schöner aus. Dann mache ich hier unten auch eins hin. So. Und wie gesagt, in C-Sharp heißt das eigentlich nicht mehr Function. Das heißt, normalerweise würde man da jetzt Void hinschreiben. Da wir aber hier unten eine bestimmte Zeit warten, können wir das nicht einfach zu einem Void machen, sondern wir nehmen ein IEnumerator, das bedeutet einfach, dass das quasi, ich versuche es jetzt mal, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, ich sage einfach mal, es läuft quasi in einem zusätzlichen Thread, welcher uns dann erlaubt, dass das Spiel diese Zeit nicht hängen bleibt und generell, dass das hier alles läuft. Also wenn wir eine bestimmte Zeit warten, benutzen wir einfach kein Void, sondern das hier. So, das nächste, was hier markiert wird, ist die Parameter. Nämlich hatten wir in JavaScript ja immer den Variablennamen, dann Doppelpunkt und dann der Typ. In C-Sharp haben wir immer erst den Typ und dann einfach ein Leerzeichen und den Variablennamen. Das heißt, was wir hier haben, wäre String M. Dann hier habe ich sogar einen Fehler, sehe ich. Nee, genau, habe ich gar nicht, genau. Dann GameObject MessageCanvas. Und Integer für die Time. Und der String hier wird immer noch rot markiert. Das liegt daran, dass das in JavaScript nicht String mit großem S ist, sondern String mit kleinem S. Dann haben wir hier den Fehler auch weg. Das nächste, was hier markiert ist, ist, dass dieses Wait for Seconds hier nicht mehr funktioniert. In JavaScript wurde das alles automatisch gemacht, auch dass wir halt das hier nicht benötigt haben. In C-Sharp müssen wir auch auf einen Rückgabewert warten und eine neue Instanz hiervon erstellen. Und um an dieses Yield hier einen Rückgabewert wiederzugeben, schreiben wir dahinter einfach Return. Und um eine neue Instanz hiervon zu erstellen, schreiben wir einfach New. Und dann wird daraus also einfach Yield, Return, New, Wait for Seconds Time. Dann sollte das hier funktionieren.
So, ich speichere das mal ab, weil hier werden uns jetzt keine Fehler mehr direkt angezeigt, aber in Unity sollten uns noch Fehler angezeigt werden. Nämlich sehen wir hier, dass er ein Object nicht in ein Game-Object umwandeln kann. So, außerdem sehen wir hier, die Zeile ist Zeile 8. Das ist also das hier. Jetzt überlegt man sich, wo wird hier denn hier versucht, ein Object in ein Game-Object umzuwandeln? Das einzige Game-Object, auf was wir hier zugreifen, ist ja Message Canvas, was wir hier oben festgelegt haben. Und in JavaScript wurde dieses Message Canvas oder der Rückgabewert von dieser Instantiate-Funktion, wenn ich nämlich hier die Maus drüber halte, sehen wir, okay, ich darf die Maus nicht bewegen, sehen wir, dass die ein Object zurückgibt. Also da steht ja Public Static Object Instantiate. Das bedeutet, dass diese Methode ein Objekt zurückgibt, ein einfaches. Und das wollen wir dann in den Variablennamen Message Canvas reinspeichern. Aber Message Canvas ist von dem Typ Game Object und nicht einfach nur Object. Und daher kommt der Fehler, dass wir ein Object nicht als Game Object abspeichern können. Wir können jetzt einfach dieses Object in ein Game Object umwandeln, damit wir es in der Variable speichern können. Das machen wir, indem wir einfach davor in Klammern schreiben Game Object. Dann wird einfach das, was hinter diesem Bereich hier steht, wird automatisch in ein Game Object umgewandelt. Das heißt, das Object, was wir hier haben, wird in ein Game Object umgewandelt und dieses Game Object wird dann in die Variable Message Canvas reingespeichert. Wenn ich das jetzt also speichere und in Unity gehe, ist der Fehler weg. Was ich jetzt also als nächstes mache, ist die Originalklasse löschen, da wir die ja jetzt doppelt haben. Das heißt, ich sage hier MessageControl.js, die JavaScript-Datei, lösche ich. Und jetzt haben wir hier erstmal aus dem Player Interact Script den Fehler, dass das Message Control Script nicht mehr existiert. Das fixen wir später, wenn wir die anderen Skripte in C# übersetzt haben. So, hier schließe ich dann jetzt auch erstmal diesen Tab und öffne das zweite Skript. Das ist einmal das Pause-Menü in JavaScript und die neue Datei in C#. Hier machen wir jetzt genau dasselbe. Ich kopiere mir das hier also alles rüber, mache genau dasselbe, wie ich bei der anderen Datei auch gemacht habe. Im Zeitraffer dann, wenn irgendein etwas anderes kommt, was ich noch nicht vorher erklärt habe, werde ich das dann nochmal genauer erklären. Genau, und hier oben haben wir ja noch diese Variablen vorher definiert. Die definieren wir jetzt nämlich auch anders. Nämlich schreiben wir nicht mehr var, dann einen Variablennamen und dann wieder Doppelpunkt GameObject, sondern hier reicht es wieder, wenn wir einfach nur schreiben GameObject Pause Menu, ist viel kürzer. Genau, das heißt, ich mache das einfach mal hier direkt ohne Zeitraffer. Wenn ich hier die Variablen hinzufüge, das hier kann ich löschen, schreibe ich nicht das, wie es hier steht, sondern ich kopiere mir das hier nach hier. Und der Rest wird alles zu GameObject. Das kann ich ja schnell schreiben. So. Und das var davon kommt auch weg. Das private lasse ich hier. So, und Doppelpunkt hier hinten natürlich auch weg. So, das heißt, ich habe hier einmal Game Object Pause Menu, Game Object Game Cam und Game Object Blur Cam. So, das hier markiert ihr mir jetzt als falsch. Ich nehme an, in C-Sharp heißt es einfach nur Bool. Genau, dann bekommen wir hier auch keinen Fehler mehr. Und ja, die ganzen Methoden, die wir hier haben, mache ich jetzt im Zeitraffer. Das erste, was mir hier jetzt direkt auffällt, ist, dass das hier mit diesem GetComponent nicht mehr so klappt, wie es vorher geklappt hat. Diesen Fehler können wir fixen, indem wir einfach den Punkt vor diesen Klammern hier wegmachen. Da wir in C-Sharp den Typ, der zurückgegeben wird von der Methode, direkt hinter dem Methodennamen hinschreiben. Das zweite, was auffällt, ist, dass wir hier, das ist jetzt speziell für Unity 3, 5.3, dass der mir hier sagt, Name Scene Management does not exist. Das ist jetzt etwas, was aus
der Unity, aus Unity 5.2 aktualisiert wurde. Da kann man nämlich nicht mehr Application.LoadLevel machen, sondern das Ganze macht man über den Scene Manager. Und damit wir den korrekt verwenden können, schreiben wir einfach hier oben, wo Using Unity Engine steht, schreiben wir einfach dazu Using Unity Engine. Und da haben wir dann die ganzen Module, die wir dazu noch importieren können. Und da haben wir auch Scene Management. Das heißt, wenn ich das schreibe, kann ich hier unten einfach schreiben scenemanager.loadScene. Sollte hier jedenfalls. Genau, da gibt er uns keinen Fehler mehr. Warum das hier so eine komische Farbe ist, weiß ich nicht. Hier unten machen wir auch die Punkte wieder weg. Und jetzt sehe ich keinen Fehler mehr in der Datei. Gucken wir mal in Unity, ob hier ein Fehler steht. Wir haben Warnungen. Aber ich würde auch sagen, dass wir die hinterher fixen, wenn wir erstmal die anderen Skripte noch gemacht haben. Ich gucke mir trotzdem mal an, was das hier ist. Achso, diese Warnungen hier besagen einfach, ja genau, das machen wir eh erst hinterher, beziehungsweise das könnten wir jetzt auch machen, nämlich haben wir ja hier auf dem Pause-Menü-Skript, das haben wir auf der Main-Kamera, wo haben wir das denn überhaupt? Ich weiß gerade gar nicht, wo wir das haben. Haben wir das auf dem Event-System? Ja, das haben wir hier auf dem Event-System. Hier haben wir nämlich noch das JavaScript-Skript, welches wir ja jetzt nicht mehr benötigen. Das heißt, ich lösche die Pause-Menu-JavaScript-Datei und sage hier, das ist das Skript Pause-Menu-C-Sharp, also aus der C-Sharp-Version, kann ich hier anscheinend nicht direkt reinziehen. Das heißt, ich lösche diesen Component und füge das Skript einfach nochmal neu hinzu, hier Pause Menu. Und dann habe ich das wieder weg. Ja, wieder drin. Genau. Und diese Variablen hier machen wir public, damit wir die vom Editor aus direkt bearbeiten können, da sie sonst standardmäßig private Variablen sind. Das heißt, das ändern wir hier. Dann müssten wir die hier bearbeiten können oder auch nicht. Es sieht so aus, als würden die Variablen im Inspector nicht aktualisiert werden, wenn man noch Fehler in der Konsole hat, in einem anderen Skript, welchen man fixen muss. Genau, darum werden wir erstmal hier machen, dass dieser Fehler hier nicht mehr in der Konsole angezeigt wird. Das heißt, in dem aktuellen Player Interact Skript mache ich einfach zweimal ein Slash vor diese Zeile hier, wo der Fehler drin ist, damit einfach dieser Fehler nicht mehr in der Konsole angezeigt wird. Und dann werden auch hier diese Variablen aktualisiert. Warum auch immer das so ist, aber jetzt funktioniert das. Eigentlich wollte ich das ja erst später umändern. Ich habe es ja jetzt auch noch nicht richtig geändert. Also nur auskommentiert, das machen wir dann gleich. So, die Warnung, die hier oben unten steht, Unreachable Expression Code Detected, das ist, dass wir hier einfach aus diesem Originalskript diese Zeile Code hier ja kopiert hatten. Und was das macht, ist, wenn dieser Wert true ist, macht er das hier und sonst macht er das hier. Das Problem ist, der Wert true kann nur true sein, genauso wie hier unten der Wert false nur false sein kann. Das heißt, wir können einfach sagen, in diesem Fall logState gleich CursorLogMode.logged und in diesem Fall hier CursorLogState.none. Damit ist er dann nicht mehr gelockt. Und damit sollte dann kein Fehler mehr in der Konsole stehen. Genau. Das heißt, wenn ich das Spiel starte, müsste er auch weiterhin meinen Cursor in die Mitte vom Bildschirm setzen und locken. Und wenn ich Escape drücke, kann ich den Cursor wieder bewegen. Genau, das funktioniert. So. Nur wenn ich Escape drücke, müsste ja das Pause-Menü geöffnet werden. Und wir sehen hier in der Konsole einen Fehler, dass das Pause-Menü noch nicht definiert wurde, da wir diese ganzen Variablen hier neu einstellen müssen. Das heißt, ich sage hier Pause-Menü wieder. Dann die Gamecam ist ja das hier. Und die Blurcam müsste doch dasselbe sein. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das da vorher war. Wir gucken einfach, was passiert, wenn wir das hier ausführen, so wie ich es jetzt eingestellt habe. So, also ich drücke Escape. Okay, also das mit dem Blur scheint noch nicht geklappt zu haben. Oder was sagt ihr? Object Reference is not set to an instance of an object. In welcher
Zeile, denn Zeile 44. Das ist hier. Das ist die Gamecam. Aber die haben wir ja vorher eingestellt. Darum macht es eigentlich gar keinen Sinn, warum der die nicht findet. Oder habe ich eingestellt. Ach, man muss die. Genau, ich erinnere mich. Wir haben für die Gamecam die Main Camera. Und für die Blurcam haben wir die Main Camera. Genau, weil das die Kamera ist und das das Objekt, wo die Kamera drauf liegt. Das heißt, wir gucken jetzt mal. Ich kann mich bewegen, wenn ich Escape drücke. Genau, jetzt klappt wieder alles, wie es vorher war. Und genau, der Continue-Button funktioniert noch nicht, da wir dieses Skript noch nicht fertig wieder eingerichtet haben. Das heißt, ich stoppe das hier jetzt erstmal und das Pause-Menü JavaScript habe ich ja schon gelöscht. Das heißt, als nächstes würde es weitergehen mit dem Player-Interact-Skript, was ich jetzt aber fürs Erste überspringen werde, da ich das Pause-Menü erstmal richtig hinkriegen möchte. Nämlich hatten wir ja in dem, ja, das Player-Interact-Skript kann ich weglassen erstmal, aber im Pause-Menü von dem Button aus, der Continue-Button hier und der Title-Screen-Button und der Quit-Button, die sollen ja irgendetwas ausführen. Und wir haben hier die Werte nicht mehr festgelegt, was passieren soll. Das heißt, ich muss hier auf jedes wieder das Event-System neu draufziehen und dann hier sagen Pause-Menü. Genau, diese ganzen Werte sind hier jetzt auch nicht mehr drin. Das heißt, wir müssen hier in Pause-Menü auch wieder die ganzen Werte public machen, damit wir darauf zugreifen können. Das heißt Public Void Continue. Dann haben wir hier Public Void Title Screen und Public Void Quit müsste das noch sein, das letzte. Und die beiden anderen hier werden ja automatisch ausgeführt. Das heißt, wenn ich zurück in Unity gehe, müsste ich hier bei Pause Menu einmal Continue auswählen können. Dann für den Title Screen ziehen wir hier auch wieder das Event System rein und wählen Pause Menu und Title Screen. Und für den Quit-Button machen wir genau dasselbe. Beziehungsweise, ups. Für den. Ja, jetzt habe ich dieses falsche Objekt zum falschen Objekt gezogen. Event System. Pause Menu Title Screen. So. Und für den Button vom Event System. Pause Menu und Quit. So. Da müssten die Buttons wieder funktionieren. Das heißt, ich starte das Spiel. Drücke Escape. Und klicke auf Continue und ich bin wieder im Spiel. Ich klicke auf Title Screen und bin im Title Screen. So. Das funktioniert also. Dieser Fehler hier in der Konsole, ich nehme an, dass der von Unity Update kommt, weil der war schon, als ich das Projekt hier geöffnet habe, als ich noch alles in JavaScript hatte und bevor ich Unity aktualisiert habe, hat das ja noch geklappt. Darum nehme ich einfach mal an, dass das hier ein Fehler von Unity 5.3 ist. So, das nächste, was wir also machen werden, ist das Player Interact Script wieder hinkriegen. Denn aktuell habe ich ja hier diese Zeile hier auskommentiert, da wir nicht auf die Klasse zugreifen konnten, beziehungsweise er hat gesagt, Message Control wurde nicht definiert. Dazu übersetzen wir erstmal das Player Interact Script wieder in C Sharp. Das mache ich am besten wieder in einem Zeitraffer. So, und in dieser JavaScript-Datei hier habe ich jetzt auch den Kommentar gelöscht, denn da wir die andere Klasse, die Message Control-Klasse, ja jetzt auch in C Sharp haben, habe ich JavaScript gesagt, ich meinte C Sharp, da wir die Message Control-Klasse ja jetzt auch in C Sharp haben, kann diese auch wieder erkannt werden. Das heißt, wenn ich das Player Interact Script aus JavaScript jetzt auch lösche, gucken wir mal, müsste auch die Nachricht, die Chat-Nachricht wieder angezeigt werden können. Wobei wir sehen hier, dass das Game Object Player nicht existiert. Das liegt daran, dass wir beim Player Interact Script den Spieler noch nicht festgelegt haben. Hatten wir das hier drauf oder auf dem Player? Wo hatten wir denn das Script, wo wir das jetzt festlegen müssen? Ah, hier. Genau, hier wählen wir dann das Player Interact Script aus. Entweder einmal aus dieser Liste hier
hier oder einfach von hier links da drauf ziehen. So, das heißt, wir haben hier wieder das Play Enter X-Script drauf. Message Canvas, die Variable wurde sogar übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal starte, gucken wir, die Warnung kommt im Chat nicht mehr. Wenn ich hier hingehe und E drücke, wird das Objekt aufgenommen. Problem ist nur aktuell, dass die Nachricht im Chat noch nicht wieder angezeigt wird. Das Message Canvas könnte jetzt daran liegen, dass das nicht korrekt hier eingestellt wurde. Ich ziehe es einfach nochmal drauf, starte neu. Wenn das nicht klappt, machen wir erstmal den Startbildschirm, bevor wir das hier wieder fixen. Okay, die Nachricht wird weiterhin nicht angezeigt. Übersetzen wir einfach erstmal das letzte verbleibende Script in C#. Das wäre dann das Title Screen Script. Gucken wir mal, Play funktioniert noch weiterhin. Dieser Grafikfehler hier, den kennen wir ja schon, der wurde anscheinend in Unity 5.3 nicht gefixt, aber wenn wir das Spiel hinterher importieren, tritt der ja nicht mehr auf, der tritt ja nur hier im Editor auf. So, das heißt, ich lade jetzt wieder die andere Szene. Der Fehler wurde ja jetzt auch behoben. Und genau, hier stimmt jetzt auch die Grafik wieder. Und was wir als nächstes machen wollen, ist also, dass diese Nachricht wieder normal angezeigt wird. Wenn wir diese Methode hier ausführen. Das heißt, ich öffne nochmal das Script für das Message Control Dings und gucke mal, wo das Problem sein könnte. So, nämlich muss man, wenn man einen IEnumerator starten möchte quasi, benutzt man oder führt man diesen nicht einfach aus, sondern dafür gibt es eine Methode, welche sich nennt Start Coroutine, welche das dann quasi parallel zu dem aktuellen Spiel abspielt. Das heißt, ich sage hier in diesen Klammern dann Message Canvas.showMessage. So, das Problem war, dass ich hier Message Canvas anstatt Message Control eingestellt hatte und die Klasse hier Message Control heißt und nicht Message Canvas. Und dann funktioniert das Ganze auch so, wie ich es ursprünglich hatte, also so. Das Ganze dann halt einfach über eine Coroutine starten und wie man sieht, funktioniert das Ganze jetzt. Also ich kann hier zu diesem Würfel hinlaufen und E drücken und es ist weg und da unten steht die Message, die nach 2 Sekunden wieder weggeht. Genau, damit hätten wir dann alle Skripte, die wir bis jetzt haben, in JavaScript, in C# übersetzt und dann können wir im nächsten Part damit weitermachen, die Funktionen von unserem Spiel hier zu erweitern. Ich hoffe, dass dieser Part hier für einige von euch hilfreich war. Wir haben ja jetzt hier alle Skripte übersetzt. Ich weiß nicht, haben wir noch... Nee, also alle JavaScript-Dateien sind auch gelöscht. Das heißt, wir haben jetzt alles in C# und können ab jetzt auch in C# weiterarbeiten. Endlich wieder mit Autokorrektur. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.